Hallo, liebe Freunde der Bewegung. Denn ich will dich wieder bewegen. Heute allerdings ein bisschen anders. Denn kein direktes Workout. Ich mag dir heute ein Spiel vorstellen. Ein Workout-Spiel. Jawohl. Ist ganz relativ einfach. Du kannst mit so Spielen, vielen Spielen, wie du willst. Hier unten kannst du deinen Namen eintragen. Und auf der anderen Seite stehen die Aufgaben. Hier unten stellst du deine Figur hin. Und dann geht's bis nach ganz oben. Ich zeige dir das gleich aber noch mal ein bisschen anders, dass du schön von oben drauf gucken kannst. Wichtig ist, druck so oft wie möglich aus, also so oft wie möglich, so oft für so viele, dass hier unten jeder seinen Namen eintragen kann, damit jeder ein Feld hat, auf dem er spielen kann. Dann geht's los. Ich habe die Dateien hier unten reingepackt. Da kannst du dir einmal entweder die Datei ausdrucken, wo ein paar Vorschläge von mir sind, was du machen kannst als Workout-Übung. Oder du nimmst die Blanko-Version, wo dann vorne nichts drin steht und denkst dir selber Übungen aus, die du machen möchtest. Die beiden Varianten. Ja, viel Spaß beim Spielen. Ich freue mich, wenn wir es auch mal gemeinsam spielen und uns gemeinsam bewegen. Okay, liebe Grüße und jetzt kommt aber noch die Detailvorstellung für dich. Peng. So, du hast das Blatt also vor dir. Wie du siehst, habe ich hier ein paar Spielsteine ausgewählt. Da kannst du alles Mögliche nehmen. Es kann eine Münze sein, es kann irgendein Adapterstecker sein, es kann eine Ente sein oder einfach eine normale Spielfigur, was du eben zur Hand hast. Ich habe die Namen jetzt zwar nicht hier unten reingetragen, aber das könnt ihr natürlich dann tun. Hier unten stehen die Regeln auch nochmal zusammengefasst, einfach kurz drauf. Als allererstes ist immer, hier steht auch erstens, drucke die Seite so oft, dass ihr, dass alle, die mitmachen, ein Startfeld bekommen. Habt ihr getan. Deswegen liegt das Ding jetzt auch schon hoffentlich vor euch. Dann stelle deine Spielfigur auf ein Startfeld. Schreibe vorher deinen Namen drauf. Gut, schon passiert. Wunderbar. Dann ist es jetzt ganz einfach. Jedes Mal, wenn du dran bist, gehe zunächst ein Feld nach oben. Ich bin blau und ich gehe jetzt einen hoch. Bumm. Und hier steht jetzt 3 Liegestütze. Das heißt, jetzt wäre es für mich dran, 3 Liegestütze zu machen. 1, 2, 3. Gut, habe ich das geschafft, darf ich auf dem Feld bleiben. Und die nächste Person ist dran. Die geht wiederum hoch, macht 3 Liegestütze, schafft sie das, darf sie auf dem Feld bleiben. Gut. Die nächste Übung, ich stelle sie ganz kurz mal vor. Hier werden es Kniebeugen. Und hier kommen wir zu den Glücksspielen, nämlich Schnick, Schnack, Schnuck gewinnen. Das heißt, du suchst dir jemanden aus, gegen den du spielst. Und wenn du gewinnst, darfst du stehen bleiben. Wenn nicht, gehst du zurück. Bei dem anderen passiert nichts, du brauchst halt einfach nur jemanden, mit dem du spielst. Gut. Und so weiter und so weiter. Und so gibt es hier zum Beispiel 15 Hampelmänner. Hier gibt es wieder ein Glücksspiel, Würfel und du guckst, auf welches Feld du kommst. Und wer zuerst oben angekommen ist, hat das Spiel gefunden. Wir können auch 1 bis 3 Plätze machen, wie du lustig bist. Ganz einfach. Viel Freude.